Hier ist der Tommy von der Musikboutique. In einem der letzten Videos unter dem Motto Sonntagsschaff habe ich euch erklärt, wie ihr einen Multibänder von Duesenberg auf eine Lapsteel installiert. Wie man das Ganze einstellt, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, wir haben also unsere Lapsteel in Offen D gestimmt und wollen, dass das Fis, also die dritte Saite, einen Halbton nach oben geht und die zweite Saite, die A-Saite, zwei Halbtöne. Wie wir das Ganze einstellen, wir haben hier zwei Imbusschrauben, die wir modifizieren können. Die hintere ist dafür da, wie weit geht der Hebel zurück. Und also je weiter ich die reindrehe, desto weiter geht der Hebel nach vorne. Und die vordere ist dafür da, wie weit ich den Hebel nach unten drücken kann. Jetzt schauen wir einfach mal auf unserem Stimmgerät. Stimmen wir die Saite mal genau auf Fis. Wollen also auf G hoch, einen Halbton. Schauen wir mal, wie weit er hoch geht. Also fast bis Gis. Das heißt, wir schrauben diese Schraube hier ein bisschen weiter rein. Schauen wir mal nachstimmen. Ist immer noch zu hoch. Da kommt er mal ein ganzes Stück weiter rein. Das ist so eine richtig schöne Trial-and-Error-Geschichte. Es ist nicht so kompliziert wie die Float Rose. Also da kann man wirklich einfach schrauben und schrauben. Und den Imbus auf den Boden fallen lassen. Ja, komm her. So, wenn wir jetzt merken, die Schraube ist schon ganz drin, aber wir sind immer noch zu hoch. Dann können wir die hintere noch ein bisschen runter lassen. Stimmen die Saite wieder auf Fis. Sehen, jetzt können wir die vordere wieder ein wenig zurücklassen. Noch zu tief, das heißt, wir gehen noch ein bisschen raus, dass der Hebel weiter nach unten kann. So, dasselbe machen wir jetzt bei der A-Saite. Drehen wir den mal her, dass ich auch sehe. Den Hebel jetzt aktiviere, bin ich auf C. Das ist also zu viel, viel zu viel. Das sind nämlich drei Halbtöne, ich will aber nur zwei. Also drehe ich diese Schraube hier, die vordere, ein bisschen runter. Die war ganz draußen. Und so können wir da erstmal ordentlich reinschrauben. Und da hinten auch mal. Dass wir da auf demselben Niveau sind. Und sonst wird es auch ein bisschen unschön zu spielen. So, haben wir jetzt unser A. Jetzt sind wir so knapp über dem B. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Sind wir fast da. Und jetzt kann ich mir die Hebel so hinlegen, wie ich es gerne hätte. Ich würde mir jetzt also die Fis-Saite auf den Daumenballen legen und die A-Saite auf den Ballen vom kleinen Finger.
Und dann kann ich von D-Dur auf G-Dur gehen, ohne irgendwie was greifen zu müssen, also ohne das Leid zu nutzen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen zum Einstellen vom Multibänder habt, könnt ihr uns gerne direkt über die E-Mail, die unten in den Liner Notes angegeben ist, auch gerne kontaktieren. Wir können da gerne auch noch mal ein anderes Video machen, wie man die Seiten nicht nur nach oben stimmt, sondern nach unten, wobei das an sich dasselbe System ist. Wenn aber Fragen auftauchen, wie gesagt, kontaktiert uns einfach. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zersen.